Tag und herzlich willkommen, Willy Brandthaus, heute zur Pressekonferenz im Anschluss an die oder im Rahmen der Gremien der heutigen, im Anschluss an die gestern stattfindenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Vor Ort Saskia Esken, Petra Köpping und Georg Mayer. Saskia Esken wird beginnen und dann werden die anderen beiden auch noch Statements abgeben und danach haben wir Zeit für Fragen. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Willy-Brandt-Haus zu unserer Pressekonferenz. Ich will sehr deutlich sagen, die Ergebnisse der SPD bei diesen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen entsprechen nicht unseren Erwartungen, nicht dem Anspruch der SPD. Natürlich hatten die Umfragen bereits erkennen lassen, dass wir einen schweren Wahlkampf vor uns haben würden. Dieser Wahlkampf ist von den Kandidierenden und den vielen haupt- und ehrenamtlichen Genossinnen und Genossen mit großem Engagement und Leidenschaft geführt worden, allen voran natürlich Petra Köpping und Georg Mayer. Ich mich sehr freue, dass die heute hier sein können. Die Ergebnisse zeigen aber auch, kämpfen lohnt sich und dafür will ich Danke sagen. Dennoch ist dieser Wahltag ein schwerer Tag für die SPD und es ist ein schwerer Tag für unsere Demokratie. In Thüringen hat eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsradikale Partei die meisten Stimmen und in Sachsen ist sie nicht weit davon entfernt. Und das muss uns alle wachrütteln. Auch deshalb blicken wir mit Demut auf dieses Wahlergebnis, auf diese Ergebnisse. Es gelingt uns offenkundig nicht, und das müssen wir eingestehen, als Partei der Arbeit die Herzen unserer Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Gute Wirtschaft, gute Arbeit, stabile Renten, bezahlbares Wohnen und Leben, eine starke Unterstützung für Familien. Wir haben es bisher lang nicht geschafft, mit unseren Themen zu überzeugen und wieder Vertrauen für die Politik, für unsere Politik aufzubauen. Unsere Kernklientel, die Menschen, die das Land mit ihrer Arbeit am Laufen halten, ist von uns, von unserer Politik und unserer Durchsetzungsfähigkeit nicht überzeugt oder sogar enttäuscht und hat sich abgewandt. Und es ist jetzt die Aufgabe aller verantwortlichen Kräfte in der SPD, das Vertrauen in unsere Partei und das Zutrauen, dass wir unsere Politik auch umsetzen können, wieder aufzubauen. Und die dafür notwendigen Schritte haben wir nach der verlorenen Europawahl bereits in die Wege geleitet und die werden konsequent umgesetzt. Wir werden konsequent umsetzen, was die SPD und was unser Land auch wieder stark macht. Dazu gehört auch, dass wir uns wieder mehr Zeit nehmen, unsere Politik zu erklären und dafür zu werben. Die klare Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen den russischen Aggressor folgt doch nur einem Ziel, einem nachhaltigen, einem gerechten, verlässlichen Frieden in Europa wieder zu erlangen. Eine Asylpolitik, die Ordnung und Kontrolle schafft und die irreguläre Migration beschränkt, während wir gleichzeitig unsere humanitären Verantwortungen gegenüber Schutzsuchenden wahren und dafür sorgen, dass Zuwanderung insgesamt, die wir als alternde Gesellschaft ja brauchen, auch gelingt. Mit genügend bezahlbarem Wohnraum, guter Gesundheitsversorgung, verlässlicher Bildung und Betreuung, mit sicheren Straßen und Plätzen, mit guten Perspektiven für alle, die in Deutschland leben und ihren Beitrag dazu leisten, dass wir als Land vorankommen. Und nicht zuletzt, und das will ich heute sehr deutlich sagen, mit einer Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass unsere Wirtschaft gute Zukunftsaussichten hat und damit auch gute Arbeitsplätze in Deutschland gehalten werden und neue entstehen können. Weil gute Arbeit und gute Löhne eben die beste Grundlage sind für finanzielle, für soziale Sicherheit, ein gutes Leben in den Familien und auch für auskömmliche Renten. Das starke Abschneiden der AfD ist ein echter Stresstest für unsere Demokratie. Die Brandmauern müssen stehen bei allen demokratischen Parteien. Friedrich Merz hat das für die CDU klar und deutlich gemacht. Und wir hoffen sehr, dass sein Wort auch nach der Wahlentscheidung in Thüringen und Sachsen Gewicht hat. Es ist jetzt die große Herausforderung aller demokratischen Parteien, stabile Mehrheiten ohne die Stimmen der AfD zu schaffen. Die AfD darf nicht Zünglein an der Waage sein. Wir werden die AfD und ihre rechtsextremen Netzwerke auch weiterhin mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Aufgabe, die Partei inhaltlich zu stellen. Gerade weil die AfD vorgibt, für den kleinen Mann zu stehen, für den sogenannten kleinen Mann. Und gleichzeitig formuliert sie doch in ihrer Programmatik eine glasklare Politik für reiche Eliten, die man sich leisten können muss. Ich will ganz herzlich meinen Dank aussprechen an Petra Köpping und an Georg Mayer für ihren wirklich sehr, sehr engagierten Wahlkampf, für die tolle Zusammenarbeit, die wir hatten in der Zeit,
Na, wir haben ja einige Zeit auch in euren Bundesländern verbracht und den Wahlkampf mitbegleitet. Und es war eine tolle Zusammenarbeit mit euch. Es war in den letzten Wochen auch für so versierte Landespolitiker wie euch nicht einfach, mit euren Themen durchzudringen. Stattdessen ging es um Themen, die von außen in den Wahlkampf hineingetragen wurden. Während andere die Landtagswahlen zur Volksabstimmung über die Geopolitik degradierten, ging es Petra Köpping und Georg Mayer eben um gute Renten, um die Ausstattung der Polizei, die ja wichtig ist für sichere Plätze und Straßen, für Maßnahmen gegen Lehrermangel oder einen höheren Vergabemindestlohn, der auch in den Ländern eben eine Rolle spielt. Ich bin wirklich sehr froh, dass die beiden heute hier im Willy-Brandt-Haus sein können. Blumen haben wir oben übergeben. Ich danke nochmal wirklich für den engagierten Wahlkampf und gebe jetzt das Wort zunächst an Petra Köpping. Ja, schönen guten Tag auch von mir aus Sachsen. Die Grüße nach Berlin. Ich möchte vielleicht zu Beginn noch mal einführen, wo wir herkommen nach der letzten Landtagswahl. Das war eben auch ein Wahlergebnis von 7,7%. Dass man das vielleicht auch ein Stück weit in die Relation setzen kann. Und wir haben bei dieser Wahl eine neue Partei, die aufs Spielfeld gerückt ist, das ist das BSW, die eben zusätzlich auf den einzelnen Wahlkampffeldern aktiv gewesen sind. Was es für uns den Wahlkampf nicht gerade leichter gemacht hat, Saskia hat es gesagt, weil viele geopolitische Themen einfach die Tagesordnung bestimmt haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir in Sachsen einen sehr gemeinsamen Wahlkampf geführt haben. Die Sachsen-SPD hat wirklich zusammengestanden und Sie wissen auch, dass wir zu Beginn des Jahres eine Umfragewert hatten von 3%. Und was natürlich nicht dazu geführt hat, dass wir resigniert haben, sondern dass dazu geführt hat, dass der Kampfgeist geweckt war. Und wir unermüdlich in dieser Zeit und nicht aus den letzten Wahlkampfwochen, sondern unermüdlich seit Beginn des Jahres wirklich auf Tour gewesen sind, um vor allen Dingen mit den Menschen zu sprechen. Und das ist eines der Maßgaben, wo wir gesagt haben, deswegen sind wir vielleicht auch nicht ganz so negativ abgerutscht, wie man das in den ersten Prognosen vorausgesagt hatte, sondern konnten den Menschen vermitteln, dass wir gerade für die landespolitischen Themen, auch da sind welche angesprochen worden, der Lehrermangel oder eben auch die Investition in Krankenhäuser oder eben auch die Sicherheit in Sachsen, dass das Themen waren, die die Leute sehr wohl interessiert haben. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir viel Unterstützung hatten, sowohl von vielen Landesverbänden, die bei uns den Wahlkampf am Stand mitgemacht haben. Das hat mich sehr gefreut, will ich auch noch mal in die Runde sagen. Und zwar haben wir da nicht angefragt, sondern die haben uns angefragt. Wir kommen am Wochenende und wir würden euch gerne am Marktplatz unterstützen, am Wahlstand, was eben wenig Aufwand hat und vielleicht uns auch ein bisschen kennengelernt haben. Und das war mir auch so wichtig, dass wir die ostdeutschen Bundesländer noch mal in den Fokus genommen haben. Und das soll auch so bleiben. Das ist unser Wunsch, Georg. Ich glaube, das darf ich für uns beide sagen, dass Ostdeutschland noch mal ein bisschen anders tickt als vielleicht der Rest der Nation und dass man diese Besonderheit von Ostdeutschland weiter in der Zukunft im Fokus haben muss. Mir hat der Wahlkampf auch gezeigt, dass manchmal gesagt worden ist, warum holt ihr Bundespolitik zu euch? Und das war so eine Gratwanderung, wo ich auch nicht so genau wusste, ob das gut geht oder nicht. Ich aber gemerkt habe, dass gerade bei den Auftritten, die wir mit Bundespolitikern, ob das Hubertus Heil war oder ob das Karl Lauterbach war oder ob das der Bundeskanzler selber war, dass die unmittelbare Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern immer sehr, sehr wichtig ist und neue Erkenntnisse auch für die Bürgerinnen und Bürger gebracht hat. Warum ist welche Entscheidung wie getroffen worden? Was waren die Hintergründe dafür? Und das ist auch was, was wir jetzt im Präsidium gesagt haben, das sollten wir beibehalten. Dieses direkte Gespräch mit den Bürgern ist außerordentlich wichtig. Ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen war auch dabei in Delitzsch, als wir wirklich ein großes Bürgergespräch hatten, wo eben nicht die Betriebsräte gesessen haben oder Ähnliches, sondern Bürger, die ganz konkrete Fragen haben und die sie dort beantwortet bekommen haben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die ich noch mal mitgeben möchte, dass man diese Bürgergespräche bundesweit fortsetzen muss, damit die Bürger Erklärung haben auf die Fragen, die sie bekommen. Na klar, hätten wir uns auch gerne ein zweistelliges Ergebnis gewünscht. Das will ich vorweg schicken. Und trotzdem war es ein harter Wahlkampf und ich bin ja nun seit 30 Jahren in der Politik, habe viele Wahlkämpfe gemacht, sowohl auf der kommunalpolitischen Ebene als auch auf der Landesebene. Für mich war das einer der härtesten Wahlkämpfe. Hart deswegen, weil wir eben mit einer starken AfD in Sachsen zu tun haben. Und in Sachsen gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben auch eine rechte Partei, die Freien Sachsen. Also das heißt, wir haben nicht nur einen, der da unterwegs ist, sondern viele. Und die Freien Sachsen, wer durch Sachsen gefahren ist in den letzten Wochen, haben mit fürchterlichen Plakaten plakatiert, lasst die Handschellen klicken und Ähnlichem. Das heißt, es war eine sehr, sehr aufgeladene Stimmung. Und ich habe immer gemerkt, dass wir mit unserem Optimismus, den wir trotzdem an den Tag gelegt haben, weil wenn man durch Sachsen fährt,
kann man das auch sehen, dass das ein Land ist, was sich massiv entwickelt hat, was sich toll entwickelt hat, dass wir diesen Optimismus ein Stück weit in die Menschen hineingetragen haben. Und deswegen sind wir trotz der vielleicht einstelligen Zahl aber nicht ganz unzufrieden. Das will ich auch nochmal sagen. Und ich kann nur sagen, unsere kleine Sachsen-SPD hat mit der Bundes-SPD und übrigens auch mit Thüringen, wir haben nämlich viele Dinge abgestimmt, zusammengestanden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, da gibt es sehr viele Parallelitäten zwischen Sachsen und Thüringen. Wir sind natürlich, und auch ich persönlich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis des gestrigen Tages. Das ist vollkommen klar. Das war ein sehr harter Wahlkampf. Es war ein Wahlkampf, der völlig überlagert war mit geopolitischen und bundespolitischen Themen. Wir haben trotzdem gegengehalten. Wir haben ganz gezielt einen Wahlkampf gemacht über die zentralen landespolitischen Themen. Und das ist eben schon angeklungen. Thüringen ist ein Bundesland, was schrumpft. Die Demografie schlägt hart zu. Das heißt, Themen wie Gesundheitsversorgung, Pflege, aber auch Bildung, innere Sicherheit, das Thema Rente und Löhne, das sind die Themen, die uns im Grunde umtreiben. Aber es ist den Populisten gelungen, eine Akzentverschiebung hinzubekommen auf die geopolitischen Fragen. Man konnte schier den Eindruck haben, dass in unserem kleinen Bundesland über Krieg und Frieden entschieden werden kann. Oder andere geopolitische Fragen über Migration und Ähnliches entschieden werden kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Dann kamen äußere Einflüsse noch dazu, wie der schreckliche Terrorakt in Solingen, die natürlich dazu geführt haben, dass diese Verschiebung der Themen gut funktioniert hat. Natürlich macht uns das auch Angst oder beziehungsweise beschäftigen uns diese Themen. Aber jetzt in Thüringen ging es eigentlich um die Landtagswahl und um die Themen, die dort von Relevanz sind. Es ist uns nicht gelungen, damit durchzukommen. Es muss jetzt analysiert werden, woran es lag. Natürlich sind solche neuen Parteien wie BSW auch eine Projektionsfläche. Man weiß ja nicht, was das ist. Man kennt einzelne Protagonisten, man weiß, dass es eine Partei ist, die sehr stark autoritär geführt wird, dass es Ansagen von außen gibt, was jetzt zu tun ist, was jetzt auch zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen, in die Koalitionsverträge rein zu formulieren ist, was jetzt bundespolitische oder geopolitische Themen anbelangt. Das ist etwas, was wir natürlich mit großer Sorge betrachten, das versucht wird auf dem Rücken Thüringens Bundespolitik zu machen und sich zu profilieren. Das haben wir festgestellt, aber es ist halt auch teilweise gelungen. Wir müssen uns überlegen, wie wir Populisten wirksamer entgegentreten können, ohne dass wir selbst Gefahr laufen, populistisch zu werden. Die SPD war schon immer eine Partei, die nicht Stimmungen hinterhergelaufen ist, sondern deren Bestreben es war, Überzeugungen populär zu machen. Und wir haben Überzeugungen. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wie steht es jetzt um die Demokratie? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte das am heutigen Tag sehr deutlich sagen. Der Kampf um die Demokratie hat gerade erst begonnen. Wir haben jetzt, in Sachsen konnte das Gott sei Dank in letzter Minute abgewendet werden, aber in Thüringen haben wir die sogenannte Sperrminorität. Das heißt, die AfD kann im Thüringer Landtag blockieren an verschiedenen Stellen, an ganz zentralen Stellen, um es so mal deutlich zu sagen. Wenn es zum Beispiel darum geht, unsere Verfassung zu ändern, das wird nicht mehr möglich sein gegen die AfD. Oder aber auch Richterinnen und Richter an unserem Verfassungsgericht zu wählen, wird nicht mehr möglich sein. Und Sie merken, dass die Strategie der AfD, unsere Demokratie von innen heraus anzugreifen, in Thüringen scheinbar aufgeht. Und natürlich wird die AfD ja auch in den nächsten 5 Jahren versuchen, die Leimrute auszulegen mit scheinbar vernünftigen Anträgen im Thüringer Landtag, vielleicht Mehrheiten zu organisieren. Das BSW hat sich diesbezüglich ja nicht wirklich klar abgegrenzt. Und wir wissen aus der Erfahrung heraus, dass die CDU ja schon in der letzten Legislatur zusammen mit der AfD Gesetze durchgeboxt hat gegen die Minderheitsregierung.
Ich frage mich heute, haben wir alle verstanden, wie groß der Schaden ist, der heute entstanden ist? Ich hätte mir gewünscht, dass man hier in Berlin nicht erst an solchen Tagen erschrocken auf Thüringen blickt. Gut wäre gewesen, wenn alle demokratischen Parteien frühzeitig, lange vor der Wahl, gewisse Dinge verändert hätten oder nicht gemacht hätten. Ich sage es mal ganz deutlich, andere demokratische Parteien zum Hauptgegner zu erklären, schadet der Demokratie. Das hat die CDU aber gemacht. Natürlich war mancher Streit in der Koalition, also in der Ampel, wäre vermeidbar gewesen. Es wäre gut gewesen, wenn er nicht stattgefunden hätte. Aber ich will jetzt nicht mit dem Finger auf die Ampel zeigen. Es ist eine schwierige Konstellation. Und die SPD zeigt in dieser Hinsicht Führung. Und das ist auch gut so. Was mir gefehlt hat, ist Empathie auf die Weltsicht der Menschen im Osten. Die ist eine andere als im Westen. Und das heißt nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es jetzt darum geht, in irgendeiner Weise dem Narrativ von BSW oder AfD auf den Leim zu gehen und zu sagen, wir richten jetzt, sage ich mal, auch unsere Argumente so, dass wir nicht der Ukraine unmissverständlich Unterstützung zuteilwerden lassen. Aber es geht auch darum, hier an dieser Stelle intensiver und besser zu erklären, warum wir das tun. Das fällt nicht so einfach, weil die Stimmung im Osten eine andere ist, auch aufgrund geschichtlicher Gründe. Und natürlich ist es wichtig, auch im Zulauf auf die Bundestagswahl, sich nochmal vor Augen zu halten, dass die soziale Schere zwischen Ost und West immer noch sehr weit auseinander geht. 34 Jahre nach der deutschen Einheit sind die Löhne im Osten immer noch geringer, deutlich geringer. Die Renten sind teilweise die niedrigsten und das Vermögen ist teilweise noch nicht mal halb so groß pro Kopf als im Westen. Das ist ein Thema, was uns beschäftigen muss. Überall dort, wo es gerecht zugeht, ist die Demokratie stabil. Deshalb ist es natürlich auch unser Auftrag jetzt, dafür zu sorgen, dass die soziale Schere zwischen Ost und West sich schließt. Ich möchte nicht enden mit dem Dank natürlich auch allen gegenüber, die in den letzten Wochen an den Wahlständen gekämpft haben. Und das Wort Wahlkampf, meine sehr geehrten Damen und Herren, trifft nicht besser zu als gerade jetzt. Es ist durchaus herausfordernd. Die Stimmung war aufgeheizt. Es ist bei uns Gott sei Dank nicht zu tätlichen Angriffen gekommen. Aber die Menschen, die Haustürwahlkampf gemacht haben, wissen, von was ich rede. Die Menschen, die auf den Marktplätzen standen, wissen, von was ich rede. Sehr viele Genossinnen und Genossen, nicht nur aus Thüringen, aber insbesondere aus Thüringen, haben diesen Kampf geführt. Und deshalb sind wir auch ein Stück weit erleichtert, das ist vollkommen klar, dass es uns gelungen ist, nochmal wieder in den Thüringer Landtag einzuziehen, wenngleich ich das sehr deutlich sage, die 6% oder 6,1%, das kann nicht unser Anspruch sein als Sozialdemokratie. Und wir werden alles dafür tun mit vereinten Kräften. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass der Bundesvorstand auch heute das Präsidium sehr klar Solidarität und Unterstützung weiter signalisiert hat. Das war ein starkes Zeichen, auch dass Saskia Esken zum Beispiel sehr, sehr häufig in Thüringen war ein starkes Zeichen, dass der Kanzler da war, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben, dass wir uns abgestimmt haben, war ein starkes Zeichen. Wir haben den Kampf nicht aufgegeben, aber er ist zu führen und wir packen es jetzt an. Danke. Vielen Dank. Die erste Frage geht an Herrn Dörner. Frau Esken, Ihnen bleibt jetzt noch ein gutes Jahr bis zur Bundestagswahl. Sie hatten grob skizziert, wie die SPD das jetzt angehen möchte. Sie hatten gesagt, nach der Europawahl seien Weichen gestellt worden, nach denen Sie jetzt handeln wollen. Können Sie noch mal ein bisschen genauer sagen, wie Sie jetzt inhaltlich und vielleicht auch organisatorisch oder kommunikativ die Zeit bis zur Bundestagswahl nutzen möchten? Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich will vielleicht erst mal anschließen an das, was Georg Mayer gerade gesagt hat, die Besonderheiten des Ostens. Auch Petra Köpping hat es angesprochen. Ich bin jetzt seit mehr als einem Jahr
sehr regelmäßig im Osten unterwegs und ich kann sehr deutlich sagen, natürlich gibt es diese Unterschiede, nicht nur im sozialen, im finanziellen Sinne, sondern auch im biografischen Sinne und in dem, wie eben das Verhältnis zur Parteiendemokratie ausgebildet ist. Und dennoch will ich auch ganz klar sagen, diese Distanz zur Parteiendemokratie und der Vertrauensverlust, das ist kein rein ostdeutsches Phänomen, sondern das haben wir natürlich auch in den westdeutschen Bundesländern und müssen uns auch dringend darum kümmern. Und darum geht es genau. Es geht darum, dass wir einerseits bei den Themen, in denen wir uns in der Defensive fühlen, das ist ganz klar die Unterstützung der Ukraine, das ist die Asylpolitik, über die ich vorher gesprochen hatte, wo wir erklären müssen, wo wir werben müssen und wo wir aber auch eine klare Linie halten müssen, weil das auch Haltungsthemen sind, dass wir in diesen Themen eben stärker in die Offensive kommen und dass wir gleichzeitig aber die Themen, die die Menschen in ihrem Alltag bewegen, gerade die sogenannte arbeitende Mitte, die Menschen, die eben mit ihrer Arbeit unser Land am Laufen halten, sei sie bezahlt oder unbezahlt, dass wir deren Themen in den Mittelpunkt unserer Politik und Kommunikation stellen, dass nicht abends die Kita anruft und sagt, bitte bringt morgen nicht so viele Kinder, wir haben gerade zu viele kranke ErzieherInnen, dass die Schule nicht am Ende der Grundschule einräumen muss, ja, ein Viertel der Grundschülerinnen und Grundschüler kann nicht genügend gut lesen und schreiben, das haben wir leider nicht erreicht. Das sind Zustände, die sind einfach unhaltbar. Unhaltbar ist auch, dass die Bahn nicht funktioniert und viele andere Infrastrukturthemen, an die wir wirklich rangehen müssen, die die Menschen in ihrem Alltag beschweren. Und die wirtschaftliche Entwicklung, ich habe es gesagt, gute Wirtschaft, gute Arbeit, das steht weiter in unserem Zentrum. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder Tritt fasst, dass es wieder nach vorne geht. Wir haben genügend Grundlage, um wirklich eine gute wirtschaftliche Entwicklung hinzubekommen. Jetzt muss auch durchgestartet werden. Dazu ist ja auch nicht nur der Haushalt, sondern auch das Wirtschaftsstärkungspaket, das wir dort vereinbart haben, im Rahmen dessen jetzt notwendig umzusetzen. Da muss die SPD im Rahmen dieser Dinge eben auch zeigen, dass sie die Regierung anführt und deutlich machen, dass wir auch umsetzen können, was wir wollen. Wir haben uns vorgenommen, in Debattenformaten auch jetzt im Herbst stärker auch in die Debatte mit der Partei, aber auch mit der Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich auch in Vorbereitung eines Bundestagswahlprogramms, das ja jetzt auch im Lauf der Monate dann erstellt werden soll, wo wir diesen Fokus, von dem ich gesprochen habe, auch klar machen wollen. Herr Rötle. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Die erste an Herrn Mayer. Für die CDU sind die Mehrheitsverhältnisse in Thüringen ja jetzt schon ein Problem, weil sie mit den Linken zusammenarbeiten müssten. Deswegen gibt es ja jetzt die Idee aus der CDU einer Minderheitsregierung, CDU, BSW, SPD. Herr Spahn hat morgen im ZDF-Morgenmagazin gesagt, man kann einen Ministerpräsidenten wählen ohne die Linkspartei. Wie stehen Sie zu dieser Idee? Und eine Frage an Frau Esken. Morgen sind ja die Gespräche mit der Union und den Ländern in Sachen Asyl. Mit dem Blick auf die Wahlergebnisse, wie gehen Sie in diese Gespräche rein? Die Union hat ja verschiedene Vorschläge gemacht, Asylrechtsverschärfungen in der Verfassung, permanente Grenzkontrollen etc. Was ist davon denkbar? Ich würde einfach mal anfangen. Es ist tatsächlich so, die CDU ist die stärkste demokratische Partei geworden jetzt bei den Landtagswahlen in Thüringen und hat jetzt einen Regierungsbildungsauftrag. Und sie hat jetzt den Hut auf und muss sich natürlich auch etwas einfallen lassen. Das ist vollkommen klar. Nicht, dass wir uns zurücklehnen würden und sagen würden, wir schauen uns das alles nur an. Aber jetzt ist es an der CDU, hier Modelle zu entwickeln. Und das von Ihnen genannte ist ja eines. Es gibt vielleicht noch andere. Wir hören uns das an. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt das nicht eingehend kommentiere, sondern wir müssen das auch erstmal intern in unseren Gremien diskutieren, sodass ich mich hierzu nicht weiter äußern kann. Zu dem Treffen morgen will ich sagen, die Bundesregierung hat ja ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt, das sie in Antwort auf den Anschlag in Solingen auch umsetzen will. Das ist erstmal wichtig, da auch den Fokus zu beleuchten. Der Fokus ist nämlich der Kampf gegen den Islamismus. Diesen Anschlag hat der Islamismus begangen und nicht die Migration. Das muss man schon sehr deutlich sagen. Und dennoch ist eben in den Vorschlägen auch enthalten, fortzusetzen und zu vertiefen und auch in den Ländern besser umzusetzen, was wir bereits vorgelegt haben, nämlich die Erhöhung der Rückführungen um 20% durch das Rückführungsverbesserungsgesetz.
und die Minderung der irregulären Grenzübertritte um 20% durch die ständigen Grenzkontrollen, die ja schon länger jetzt aufrechterhalten werden und die wir auch verlängern wollen, insbesondere in Richtung Osteuropa, weil dort eben auch die größte Schleuserbande, Wladimir Putin und sein Freund Lukaschenko, Geflüchtete über die Grenze drücken, um uns unter Druck zu setzen. Und deswegen ganz klar auch der Kampf gegen die Schleusungskriminalität, das muss fortgesetzt werden und das werden wir auch fortsetzen. Das heißt also, Ordnung und Kontrolle in der Fluchtmigration ist dringend notwendig und da werden wir auch weiterhin die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Nach dem Anschlag in Mannheim hatten wir bereits angekündigt, dass Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien möglich gemacht werden müssen. Wir haben vergangene Woche erlebt, dass sie möglich sind, wenn man mit den richtigen Leuten spricht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir dort auch weiterhin agieren können. Menschen, die hier ihren Schutzstatus oder zumindest ihren Aufenthalt dazu missbrauchen, unsere Demokratie zu gefährden und Gewalttaten zu verüben, die haben in Deutschland nichts verloren. Die müssen auch wieder gehen. Vorschläge, die dort von der CDU gemacht worden sind, von CDU und CSU, in Teilen sind sie sich nicht einig, sind mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Und ich will ganz klar sagen, bei allem, was wir tun, bei all der Politik, die eben für Kontrolle und Steuerung sorgt, aber auch die Humanität bewahrt und unsere Verpflichtungen auch bewahrt, werden wir die Verfassung nicht anfassen. Wir werden unsere internationalen und auch unsere europarechtlichen Verpflichtungen nicht brechen. Herr Isma. Ich hätte auch zwei Fragen. Eine an Sie, Frau Esken. Sie hatten ja Anfang des Jahres gesagt, dass auch ein AfD-Verbot eine Option sei für Sie. Bleibt es dabei? Ist das weiterhin eine Option für Sie? Und dann Frau Köpping und Herrn Mayer die Frage. Sie stehen jetzt ja beide vor der Problematik, wie geht man mit dem BSW um? Haben Sie da freie Hand bekommen vom Präsidium für die anstehenden Sondierungsgespräche? Und Sie haben es ja auch angesprochen, Herr Mayer, wie geht man mit diesem Grunddilemma um, das Herr Frau Wagenknecht eigentlich einfordert von der Bundes-SPD als Grundbedingung, dass sie ihre Ukraine-Politik insofern ändert, dass man praktisch die Hilfe einstellt? Ich habe ja bereits davon gesprochen, dass wir eine Parteiendemokratie haben, eine Parteiendemokratie, die in Teilen auch in Frage gestellt wird von dem einen oder der anderen, aber die mit sich bringt, dass die Parteien hohe Privilegien genießen. Und aus dem Grund, dass die Parteien diese wichtige Rolle haben, die in der Verfassung verankert ist, ist dort auch die Möglichkeit verankert, einer Partei die öffentliche Finanzierung zu entziehen oder eben auch die Partei zu verbieten. Und insofern, wenn ich sage, wir werden die AfD weiterhin mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen, dann gehört dazu die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die Gewinnung von Erkenntnissen gegen diese Partei, weil sie unsere Demokratie bedroht. Und wir haben die Pflicht als demokratische Parteien, dort auch alle Mittel zu ergreifen, die sinnvoll und wirksam sein können, um den Erfolg der AfD, nämlich unsere Demokratie zu zerstören, zu verhindern. Zum Stichwort BSW kann man Folgendes sagen. Das hängt jetzt davon ab, wie sich das BSW jetzt verhält. Insbesondere, was ich auch schon gehört habe, ist es, dass es jetzt auch schon intern zu Spannungen gekommen ist. Ob sich der Landesverband des BSW das in Thüringen weiter gefallen lässt, dass man, wie gesagt, aus dem Saarland herausgeführt wird, bleibt mal dahingestellt. Aber es ist ja vollkommen klar, dass das nicht gehen kann, dass also solche geopolitischen Fragen zum Gegenstand von Koalitionsverträgen auf Länderebene gemacht werden. Wir hatten den Fall ja auch, als Rot-Rot-Grün sich gefunden hat. Natürlich war die Linkspartei damals dafür, aus der NATO auszutreten. Und natürlich haben wir das nicht in den Koalitionsvertrag behandelt, das Thema NATO, weil es uns einfach nicht betrifft. Und wir lassen das auch nicht zu. Wie gesagt, ich bin hier demütig. Ich bin nicht derjenige, der jetzt Koalitionsverhandlungen anführt oder sonst irgendwas, sondern das ist jetzt erstmal die Rolle der CDU, sich hierzu zu verhalten. Aber wir haben eine klare Position und da brauche ich auch nicht das Go vom Bundesvorstand, dass ich sage, das hat in einem Koalitionsvertrag nichts zu suchen, dass da Beschlüsse oder beziehungsweise Maßgaben drinstehen, wie wir uns zu Stationierungsbeschlüssen verhalten sollen, die wir nicht beeinflussen können. Das ist Unsinn und das ist Wahlkampfrhetorik gewesen. Es macht halt deutlich, dass Frau Wagenknecht es wirklich nicht um Thüringen geht. Ihr geht es um bundespolitische Aufmerksamkeit und will das Thema weiter nach vorne bringen, um den Preis, dass es in Thüringen vielleicht nicht zu einer Lösung kommt. Aber das muss das BSW entscheidend
entscheiden. Und insofern kann ich mich jetzt hier nicht abschließend dazu äußern, aber es ist klar geworden, was meine Position ist. Ja, und da rede ich auch mal von roten Linien. Nichtsdestotrotz, mit aller Demut, wir sind nicht derjenige, der jetzt mit 6,1% hier die klaren Maßgaben ausgibt, sondern das ist jetzt erstmal auch Aufgabe der CDU. Das ist in Sachsen ähnlich, da kann man gar nicht viel dazufügen. Eine Freigabe brauchen wir da nicht, ob wir verhandeln oder nicht. Ich habe mal in einem Satz gesagt, mal sehen, was dem BSW das Geschwätz von gestern morgen wert ist. Das wäre so meine Formulierung, das werden wir sehen, was sich daraus ergibt. Und das können wir heute noch nicht festlegen. Herr Rinke. Ja, ich hätte zwei Fragen. Auch einmal an Frau Esken, bitte noch mal zu dem Thema, was diese Wahlergebnisse für die Ampel bedeuten. Es hat ja gestern von Ihrem Generalsekretär sehr deutliche Worte gegeben. Sie haben es eben auch noch mal erwähnt mit dem Wachrütteln, dass das eben auch ein Signal an die Ampelregierung ist. Aber glauben Sie wirklich, dass jetzt bei Themen wie Asyl oder auch der Haushaltspolitik, die eben intern umstritten sind, bei Ihnen jetzt die notwendige Entschiedenheit an den Tag gelegt wird, damit die Ampel künftig in den Ländern nicht mehr als so zerstritten und desaströs wahrgenommen wird, wie das ja im Moment der Fall zu sein scheint? Und Herr Mayer, eine Frage an Sie, was die Wahl des Landtagspräsidenten angeht. Stimmt die SPD eigentlich für einen AfD-Politiker als Landtagspräsidenten, weil sie nun mal stärkste Kraft geworden ist, oder lehnen Sie das ab? Danke. Also ich will für die Ampel sehr deutlich sagen, zunächst mal für die SPD, dass wir Führungsstärke auch dadurch beweisen können, dass wir unsere notwendigen Debatten parteiintern führen und dann auch geschlossen auftreten. Das ist nicht für alle Koalitionspartner gleichermaßen der Fall. Und deswegen haben wir sehr oft auch Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit erlebt, in der Art, dass wir gute Beschlüsse hart errungen haben, die dann einen Tag später schon wieder in Frage gestellt worden sind von einzelnen Akteuren und Akteurinnen. Das findet der Wähler und die Wählerin unerträglich. Und das muss auch aufhören, das ist ganz klar. Ich sage ganz klar, in dieser nächsten Zeit, die wir noch vor uns haben, die wirklich wichtige Themen auch noch, wo wirklich wichtige Themen noch auf der Agenda stehen, müssen wir deutlich machen, dass diese Regierung von der SPD geführt wird und dass sie selbstverständlich auch sozialdemokratisch geleitete Politik macht. Wir haben den Haushalt, wir haben das Wirtschaftsstärkungspaket, wir haben das Rentenpaket 2, wir haben ein Tariftreuegesetz noch vorliegen und viele andere Dinge mehr. Das Mietrecht, das, wo die Menschen dringend darauf warten, dass die Mietpreisbremse verlängert wird und andere Fragen geklärt werden bei Kappungsgrenze und so weiter. Es ist wirklich ganz entscheidend, dass auch für das Leben von Menschen, für das Alltagsleben von Menschen, dass wir hier voranschreiten, dass wir als Ampel Handlungsfähigkeit zeigen, die haben wir in den vergangenen 3 Jahren auch gezeigt, aber vielfach einfach überschattet von Streit, der vollkommen unnötig ist. Mein Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, mir eine Situation auszumalen, bei der die SPD für einen AfD-Landtagspräsidenten stimmt. Aus meiner Sicht ist das auch nicht erforderlich. Die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages, so meine Lesart, erzwingt es nicht, dass die stärkste Partei dann auch den Landtagspräsidenten stellen muss oder Präsidentin, aber das ist bei der AfD sowieso höchst unwahrscheinlich, dass da eine Frau eine Rolle spielen sollte. Also ist es auch möglich, einen Vertreter oder eine Vertreterin einer demokratischen Partei zu wählen. Aber sehen Sie es mir nach, das ist noch ein Stück weit nicht ganz konkret die Frage, die im Raum steht, sondern wir müssen uns jetzt erstmal anderweitig sortieren. Aber natürlich werden sich solche Fragen, ich habe es ja angedeutet, solche Fragen und viele andere werden sich in den nächsten 5 Jahren in Thüringen quasi täglich stellen. Gleich nehme an, Frau Dunz, mit der Bitte an alle, kurze Fragen zu stellen in Anbetracht der Zeit. Frau Esken, Sie haben gesagt, die SPD muss zeigen, dass sie die Regierung führt. Welches Instrument haben Sie da? Wird das die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers sein? Oder wie wollen Sie auf die FDP vor allem einwirken, dass es zu solchen Streitigkeiten nicht mehr kommt? Haben Sie also überhaupt eine Handhabe, das zu machen, was Sie sich wünschen? Herr Mayer, müsste die SPD im Bund nicht mehr Prominenz aus den ostdeutschen Ländern in
an der Spitze haben. Es ist ja bisher nur Frau Geiwitz, die durch das Programm mit den 400.000 Wohnungen, die im Jahr nicht geschaffen wurden, eher ramponiert ist. Also werden Sie da vielleicht auch zu wenig an der Bundesspitze gezeigt. Und Frau Köpping, Sie haben gesagt, der Osten tickt anders. Können Sie dazu mal kurz was sagen? Kurz ist schwierig, aber wie der Osten tickt. Ich will auch versuchen, mich kurz zu halten. Ich kann ein Beispiel aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages sagen. Der Haushaltsausschuss im Bundestag legt großen Wert darauf, sein gesamtes Tableau der Bereinigungssitzung am Ende und dann natürlich auch den Haushalt als Gesamtwerk vorzulegen mit großer, breiter Mehrheit über die Parteigrenzen hinweg. Und deswegen gibt es dort klare Regeln in der Frage, was passiert, wenn jemand vorab seine ganz persönlichen Erfolge über ein Förderprojekt in seinem Wahlkreis bekannt gibt. Dann kommt es nämlich nicht. Das wird dann einfach gestrichen aus dem Haushalt. Und ich glaube, dass wir an der Stelle schon sehr deutlich machen müssen, dass es so nicht weitergeht und dass Durchstechereien und der Versuch, die eigene Agenda durch Vorabmeldungen und Indiskretionen zu unterstreichen, dass es eben auch Folgen haben muss. Ja, zum Osten, der tickt anders, eine kleine Empfehlung. Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben. Integriert doch erstmal uns. Das meine ich ernsthaft, weil da ganz viele einzelne Themen aufgerufen worden sind. Ich würde mal zwei hier in der Runde nennen. Das ist die Parteienbindung und auch Gewerkschaftsbindung. Menschen, die in Ostdeutschland in Parteien oder Gewerkschaften waren, sind ja nach der Wende als diejenigen auch bezeichnet worden, wenn sie in der SED zum Beispiel gewesen sind, die völlig falschen Weg eingeschlagen haben. Und das tun sich Menschen einfach oft kein zweites Mal an. Ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, ich bin politisch aktiv, ich mache auch mit, aber ich trete in keine Partei ein. Das Gleiche trifft für Gewerkschaften zu, die also einen sehr negativen Touch hatten. Und deswegen tritt man eben auch nicht in Gewerkschaften ein. Und das vererbt sich. Das ist nicht nach der ersten Generation erledigt, sondern das ist ein Thema, was eben weitergeführt wird in den Familien. Und dazu gibt es die vielen Ungerechtigkeiten, die es natürlich auch noch gibt. Herr Mayer hat vorhin einige genannt. Vielleicht auch mal eins der Rentenungerechtigkeit von Rentengruppen, die eben ihre Anerkennung aus DDR-Renten, die sie sich erarbeitet haben, nicht erhalten haben. Und wir sind 34 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das sind einfach Themen, die Menschen nicht vergessen. Ein Beispiel kurz dazu, weil es so einprägsam ist. Wenn Bergleute in der bergbauverarbeitenden Industrie gearbeitet haben, dann ist es im Westen kein Bergmann. Im Osten war das aber ein Bergmann. Und die haben unter misslichen hygienischen und gesundheitlichen Arbeitsbedingungen gearbeitet. Und wir sind da gestrichen worden in der Knappschaft. Da stand dann nicht mehr Bergmann, sondern Angestellter. Und das hat zur Folge, dass derjenige 400 Euro weniger Rente bekommt, als wenn er Bergmann gewesen ist. Und das vergisst er niemals. Das wird er auf seine Kinder weitergeben und seine Enkel weitergeben, um nur mal einige Beispiele zu nehmen. Aber deswegen empfehle ich einfach nochmal dieses Buch, weil ich das sehr umfassend drüber geschrieben habe. Danke. Danke. Ich kann es auch empfehlen an dieser Stelle. Aber sie hat es ja gelesen. Also natürlich ist es erstrebenswert, dass alle Landesverbände auch, sag ich mal, in den Führungsgremien ausreichend vertreten sind, so auch natürlich auch in der Regierung. Das ist etwas, was wir anstreben. Es gibt ja auch einen prominenten Thüringer in der Bundesregierung mit Staatsminister Carsten Schneider. Der sitzt direkt im Bundeskanzleramt, unweit des Büros vom Kanzler. Also da ist schon jemand, der sehr zentral dort verortet ist und auch sich um die Themen Ostdeutschlands kümmert. Aber ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es noch mehr werden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich auch in den Bundesvorstand gewählt wurde mit einem der besten Ergebnisse. Also es ist nichts. Ja, aber dann ist es geglückt. Vor vielen anderen. Es ist jetzt erstmal wichtig, dass wir tatsächlich dort vertreten sind und gehört werden. Und ich erlebe das wirklich so wie schon lange nicht, dass wir gehört werden. Und Saskia Esken ist so oft in Thüringen gewesen die letzte Zeit. Aber auch andere, Lars Klingbeil, Kevin Kühnert. Wir haben Bürgerkontakt geführt, wir haben aber natürlich auch intern miteinander gesprochen und wir telefonieren häufig und so weiter. Also die Kommunikation ist da und auch das Verständnis ist da, aber es kann durchaus noch mehr werden. Wissen Sie, die SPD kommt aus Thüringen. Ja, der Goldene Löwe in Eisenach und der Gotha Tivoli und das Erfurter Programm. Ja, das ist unsere DNA, die kommt aus Thüringen. Und deshalb ist es natürlich so schmerzlich, das gestrige Ergebnis. Glauben Sie mir, das ist nicht schön, aber wir werden nicht aufgeben. Ja, es hat, wenn ich das anfügen darf, auch Gründe, warum ich entschieden habe, mein ZDF-Sommerinterview nicht in meinem Wahlkreis zu haben, sondern auf der Wartburg in Eisenach, bei Eisenach.
weil es mir wichtig war, einerseits eben in die Wege der SPD, der Sozialdemokratie zurückzukehren, aber vor allem auch den ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern meinen Respekt zu zollen mit dieser Entscheidung. Frau Spiekermann. Frau Esken, Sie haben gerade gesagt, das haben Sie aber auch schon häufiger gesagt, dass die Ampel weniger öffentlich streiten soll. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum sich ausgerechnet das jetzt ändern sollte. Sie sagen ja, dass der Kanzler führen müsse. Das fehlt Ihnen ja offenbar. Und nochmal mit Blick auf die Bundestagswahl, braucht es denn einen Imagewechsel? Sie haben sich gestern nochmal explizit für Scholz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Wie soll das funktionieren? Das will ich auch nochmal sehr deutlich unterstreichen. Olaf Scholz ist unser starker Bundeskanzler und er wird unser starker Kanzlerkandidat sein. Wir haben in der vergangenen Bundestagswahl in den letzten Monaten den Wind gedreht und das wird uns auch dieses Mal gelingen. Und ich will auch sehr deutlich sagen, dass alle Ampelparteien, aber insbesondere auch die beiden Koalitionspartner aus diesem Wahlergebnis nochmal die Motivation auch beziehen müssen, diesen öffentlichen Streit zu beenden, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Wie gesagt, es werden sehr oft gute Beschlüsse zusammengeführt. Denken Sie an die wenigen Tage, die es gedauert hat, um dieses Maßnahmenbündel nach dem Anschlag in Solingen vorzustellen. Und dennoch müssen wir dann immer erleben, dass eben am nächsten Tag schon die ersten Relativierungen stattfinden. Das muss aufhören, das müssen die Kolleginnen und Kollegen auch verstehen. Aus unseren Reihen geschieht sowas ausgesprochen selten. Frau Jäger. Herr Mayer, Sie sagten, dass Sie sich wünschen würden, dass nicht nur an Tagen wie diesen so eine Art erschrocken ist in der SPD. Wie war denn Ihr Eindruck in der Präsidiumssitzung? Ist da ein Ruck durch die Partei gegangen? Meinem Empfinden nach überwog doch in den ersten Reaktionen vor allen Dingen die Erleichterung, dass Sie und Frau Köpping die 5%-Hürde gut übersprungen haben. Inwieweit haben Sie das Gefühl, da tut sich jetzt wirklich was und die Botschaft ist angekommen? Was ich vorhin gesagt habe, bezog sich ja nicht allein auf die SPD. Tatsächlich ist es so, dass natürlich erstmal die natürliche Reaktion ist, nach dem, was uns ja auch teilweise an Prognosen vorhanden war, dass es ja vielleicht nicht reichen könnte, Erleichterung. Aber danach war sofort das Gefühl da, dass das alles andere als zufriedenstellend ist. Und das ist auch heute hier im Präsidium sehr deutlich geworden. Und wir haben hier eine sehr intensive Diskussion gehabt, die auch von dem, was ich ja einfordere, von Empathie und Einfühlungsvermögen geprägt war. Was können wir jetzt gemeinsam tun, dass es jetzt auch im Osten wieder vorwärts geht, weil eins muss man ja sagen, die letzte Bundestagswahl, ich sage das einfach mal so frech, die haben wir im Osten gewonnen. Die 2 Prozentpunkte, die dazu geführt haben, dass Olaf Scholz jetzt Bundeskanzler ist, das würde ich einfach mal behaupten, die kamen im Osten zustande, weil es eben auch im Osten so ist, dass Menschen tatsächlich, wenn es eine Erzählung gibt, und die Erzählung erzählen wir ja auch immer weiter, das Respekt und das mit dem Mindestlohn und so weiter, damals ist es ja geglückt, den Fokus auf Ostdeutschland zu richten. Und die Herausforderung, 250.000 Menschen in Thüringen, und das sind viele bei uns, haben davon sofort profitiert. Also es geht, sage ich mal, dass man tatsächlich im Osten da auch wieder Dinge drehen kann, weil die Parteibindung natürlich eine ganz andere ist und das soll unser und muss unser Ziel sein, auch für die Bundestagswahl, hier genau die richtigen Antworten zu haben. Und ich habe das ja eben skizziert, wenn diese Themen abgeräumt werden oder wenn den Populisten die Chance genommen wird, immer mit, wie gesagt, mit geopolitischen Themen versuchen, Wahlen zu beeinflussen, beziehungsweise nicht zu beeinflussen, ist das falsche Wort, aber Wahlthemen zu setzen, dann ist das etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen. Und wie gesagt, das haben wir heute diskutiert. Das ist jetzt noch nicht abschließend, aber ich merke, in der Partei sind sehr intensive Diskussionen am Laufen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, das auch auf die Bundestagswahl dann hin auszurichten. Wunderbar. Frau Lehmann. Ich hätte noch eine Frage zum Demokratiefördergesetz. Das ist ja auch ein Gesetz, was strittig ist in der Ampel. Wie sehr ist denn die SPD gewillt, dass dieses Gesetz noch kommt? Und wie sehr wird es bei Ihnen vor Ort gebraucht, Frau Köpping, Herr Mayer? Wir haben das Demokratiefördergesetz ja bereits in der vergangenen Legislatur mit einem anderen Koalitionspartner angelegt und dann nicht umgesetzt bekommen, weil der Widerstand entsprechend groß war und weil die Ideen, was man dort alles verankern müsste, um sich abzusichern in alle Richtungen,
am Ende einen zahnlosen Tiger geboren hätten. Also haben wir es gelassen. Wir müssen aber dringend die Demokratieinitiativen, die dort überall vor Ort entstanden sind, die ich kennengelernt habe bei meinen vielen Besuchen, auch im Osten, aber natürlich auch in den westdeutschen Bundesländern, dass die gestärkt werden und dass die Planungssicherheit haben. Und das werden wir auch mit den Koalitionspartnern entsprechend erstreiten. Das ist in dem Fall die FDP, die dort sehr viele Fragezeichen hat, denn wir müssen dort erfolgreich sein. Gleichzeitig kommt es auch darauf an, wie wir in unserer Kommission Demokratie und Zusammenhalt, die wir eigens auch dafür gegründet haben, um eben Fragen zu beantworten, wie lässt sich die Parteiendemokratie, wie lässt sich die Demokratie insgesamt stärker in den Herzen der Menschen verankern, nochmal auch über Beteiligungsformate sprechen müssen. Beteiligungsformate in der Fläche, die den Menschen das Erfolgserlebnis geben können. Ich bringe mich ein und dann kann ich Dinge verändern. Das entzündet die Wärme im Herzen für die Demokratie und das müssen wir überall in der Fläche auch möglich machen. Naja, für Sachsen kann ich nur sagen, ich durfte ja damals das Demokratiefördergesetz in der Bundestagswahl mitverhandeln, in den Koalitionsverhandlungen. Ist es außerordentlich wichtig, weil wir momentan Projektförderung haben in diesen Bereichen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, haben entweder ein- oder zwei- oder dreijährige Beschäftigungsverhältnisse, länger eben nicht, und müssen sich dann jedes Mal wieder eine neue Idee einfallen lassen, um das Projekt fortzuführen. Und das kann nicht sein. Die haben mit ganz anderen Aufgaben zu kämpfen. Wenn Sie mal nach Wurzen schauen, da sehen Sie, dass Demokratieförderprojekte mehrfach im Jahr angegriffen werden. Und die haben also wirklich ein Sicherheitsproblem, was sie haben. Und das Einordnen in ein Gesetz ist auch von der Wertigkeit dieser Projekte eine ganz wichtige Frage. Weil unabhängig davon, dass es also auch dauerhafte Arbeitsbeschäftigung geben muss, ist es auch eine Wertigkeitsfrage. Und deswegen, wir haben es schon das letzte Mal auch in Sachsen versucht zu verhandeln im Koalitionsvertrag. Das werden wir dieses Jahr auch wieder versuchen, wenn wir dazu kommen sollten. Demokratieförderung ist Graswurzelarbeit. Wir haben es im Osten teilweise mit rechten Netzwerken zu tun. Was wir brauchen, sind Demokratienetzwerke. Und die brauchen Personal und natürlich auch Geld. Und dazu braucht es auch eine Demokratieförderung, die auf verlässlicher Basis gemacht ist, sodass die Menschen, die sich dort engagieren, auch wissen, dass sie da eine Perspektive haben. Die Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Das ist meines Erachtens sogar noch wichtiger als eine Instrumente der wehrhaften Demokratie wie Verfassungsschutz oder Instrumente aus der Verfassung wie Parteienverbote und so weiter. Das allein wird nicht helfen, sondern Demokratie muss von unten immer nachwachsen, gestärkt werden. Und da ist Demokratieförderung gerade in diesen Zeiten von größter Bedeutung. Insofern hoffe ich mir sehr, dass die FDP sich da bewegt. Ob wir das in Thüringen jetzt durchverhandeln können, das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Das muss man mal sehen. Bei der Konstellation muss man sich natürlich Sorgen machen. Aber wie gesagt, wir sind dann auch weit davon entfernt, über Koalitionsverträge zu reden. Weil Petra Köpping jetzt, Entschuldigung, gerade von Angriffen gesprochen hat. Es gibt noch eine weitere Form der Angriffe gegen diese Projekte und das ist der Angriff auf die Gemeinnützigkeit, dass eben vor Ort die Gemeinnützigkeit in Frage gestellt wird gegenüber den Finanzämtern. Und da ist ganz klar, da muss das Jahressteuergesetz und die Formulierungen dort zur Gemeinnützigkeit Sicherheit bringen für die Vereine. Wir haben überall erlebt, zuletzt die Volksverpetzer, dass diese Drohung ziemlich konkret ist und auch sehr existenzbedrohend. Es konnte abgewendet werden, aber es muss wirklich da Klarheit herrschen. Jetzt bitteschön. Ja, Frau Esken, noch eine Blickrichtung Brandenburg. Was sind Ihre Hoffnungen für die Landtagswahlen hier und natürlich auch angesichts der Zustimmungswerte für Dietmar Woidke? Die Hoffnung in Brandenburg heißt Dietmar Woidke, ganz klar. Dietmar Woidke ist ein starker Ministerpräsident, der das Land auch wirklich voranbringt in Brandenburg. Und er wird Brandenburg in 3 Wochen auch vor der AfD bewahren. Da bin ich zuversichtlich, wer die AfD in Brandenburg verhindern will, wer eine stabile, wer eine auch sozialdemokratisch geführte Regierung haben will, wer soziale Politik auch in diesem Landtag verwirklicht sehen will, der muss Dietmar Woidke wählen. Herr Fischer. Frau Esken, ich würde gerne wissen, ob Sie es für sinnvoll halten, dass sich die Ampel noch mal als Ganzes mit diesen Wahlergebnissen befasst. Die Kabinettsklausur, die eigentlich in dieser Woche stattfinden sollte, ist ja jetzt abgesagt worden. Sollte die in absehbarer Zeit nachgeholt werden oder sollte sich ein Koalitionsausschuss damit befassen, was man im letzten Jahr der Regierungszeit denn eigentlich jetzt noch zustande bringen will? Und noch mal eine Nachfrage zur Sichtbarkeit der SPD in der Bundesregierung. Sie haben ja gestern auch explizit
dem Bundeskanzler in die Pflicht genommen. Da würde ich auch gerne noch mal nachfragen, was Sie damit meinen. Sie haben ja gerade die Frage von Frau Dunz nach der Richtlinienkompetenz nicht beantwortet. Also wie stellen Sie sich das vor? Sollte der Bundeskanzler in der Regierung seine Moderatorenrolle ablegen und auch die Richtlinienkompetenz im Zweifelsfall ziehen? Ich glaube, die Zeit der Nabelschauen innerhalb der Ampel ist vorbei. Es geht jetzt wirklich darum, die Dinge, die wir uns bereits vorgenommen haben, da müssen keine neuen Beschlüsse gefasst werden, auch umzusetzen. Es gelingt ja auch, wie wir, wie gesagt, bei dem Maßnahmenpaket in Antwort auf Solingen gesehen haben, braucht es wenige Tage, um so ein Paket auf die Beine zu stellen. Und auch das Wirtschaftsförderungspaket im Rahmen der Haushaltsverhandlungen ist ja ohne viel Streit auch tatsächlich gefasst worden. Jetzt muss es umgesetzt werden. Da liegt eine Menge Arbeit vor der gesamten Koalition. Und ich kann nur raten, sich jetzt mit dieser Arbeit zu beschäftigen, das Rentenpaket endlich im Bundestag einzubringen und dort auch zu beschließen, damit die Menschen auch eine Sicherheit haben in Bezug auf die Stabilität ihrer Rente und in Bezug auf die Stabilität der Beiträge. Das ist ganz entscheidend auch für die Zukunft unseres Landes. Der Bundeskanzler muss sich von mir nicht in die Pflicht nehmen lassen. Er ist bereits in der Pflicht und er übernimmt diese Verantwortung auch, jeden Tag sowohl Themen zu setzen und auch voranzumarschieren, wenn es um die Außenpolitik, wenn es um die Sicherheitspolitik geht. Und in anderen, vielen anderen Fragen ist die Moderation innerhalb der Regierung natürlich auch notwendig. Aber am Ende müssen dann auch Beschlüsse stehen, die man gemeinsam durchsetzt, die man nicht immer wieder in Frage stellt. Und dort muss angesetzt werden. Es ist gar nicht so sehr eine Frage der Richtlinienkompetenz, sondern vielmehr des Einhaltens dessen, was man miteinander vereinbart hat. Herr Triebes. Ja, vielen Dank. Die Frage geht auch an Sie, Frau Esken. Ich kriege es logisch noch nicht ganz zusammen. Sie sagen einerseits, die SPD soll mehr dafür kämpfen, sichtbar zu sein, für die eigene Politik zu werben, sie zu erklären und auch streitbarer zu werden. Andererseits rufen Sie dazu auf, dass die Ampel geschlossener auftreten soll. Aber diese Strategie, die Sie da ausrufen, die ja auch die anderen Parteien, die beiden Koalitionspartner ausgerufen haben, sorgt doch dafür, dass es in der Ampel in der Zukunft in der verbleibenden Zeit jetzt nur noch mehr Streit geben wird und auch Brandenburg zu verloren drohen scheint. Und dann ist ja die Frage, ob diese Strategie nicht eher lauten sollte, dass man sich hinter dem Kanzler versammelt. Sie haben gesagt, die Zeit der Nabelschau in der Ampel ist vorbei, aber ist nicht einfach jetzt auch die Zeit da zu erkennen, dass die Ampel abgewirtschaftet hat, wenn es dem Kanzler seit Monaten nicht gelangt, so einen Streit, der immer wieder ausbricht, zu verhindern? Ich kann angesichts der Bilanz, die nicht nur wir ziehen, sondern die auch beispielsweise Bertelsmann gezogen hat für diese Regierung, nicht davon sprechen, dass die Regierung abgewirtschaftet hat. Wir haben auch noch einiges vor und ich habe die Themen schon genannt. Die sind auch wirklich von Belang für das tägliche Leben von Menschen, angefangen beim Haushalt, aber natürlich auch viele andere Themen. Und deswegen ganz klar, Sie haben mich nicht von Streit reden hören, nicht von Streitbarkeit, sondern von Führung. Und mir geht es darum, deutlich zu machen, die SPD führt diese Regierung. Das ist nicht irgendwie was, was ich jetzt erfunden habe, sondern wir sind stärkste Partei, wir sind stärkste Fraktion im Bundestag. Und wir haben auch einen gewichtigen Anteil an diesem Koalitionsvertrag und übrigens auch an seiner Umsetzung. Und das müssen wir auch weiterhin sehr stark deutlich machen, dass wir sowohl in der Umsetzung des Koalitionsvertrags als auch in der Bewältigung von Krisen, die wir ja von außen an uns herangetragen wurden, der Krieg, aber auch die Fragen der Energieversorgung, dass wir die gut gelöst haben, dass wir den Menschen Sicherheit geben konnten, dass jetzt mittlerweile die Inflation, die überhöhte Inflation überwunden scheint und dass wir den Sozialstaat gestärkt haben, um eben genau den Menschen auch in dieser schwierigen Lage Sicherheit zu geben. Diese Dinge herauszustellen und deutlich zu machen, dass wir auch in die Zukunft hinein genau diese Dinge vorhaben und diesen Fokus auch auf die Themen des alltäglichen Lebens und der arbeitenden Mitte zu stellen, das muss unsere Aufgabe sein. Da ist kein Streit mit verbunden, denn da gibt es auch keinen Widerspruch. Andere Parteien haben andere Schwerpunkte, aber wir müssen sehr deutlich sagen, wo unsere liegt. Und wir sind stärkste Fraktion und stärkste Partei in dieser Koalition. Frau Dorn, bitte schön. Frau Esken, Sie haben vorhin gesagt, dass Ihre Spitzenkandidaten Blumensträuße bekommen hätten, aber oben im Präsidium. Warum eigentlich nicht hier unten?
Das ist jetzt, glaube ich, eine Detail- und Deko-Frage, die ich so nicht beantworten kann. Wir fanden es angemessen, oben zu gratulieren und uns oben gemeinsam darüber zu freuen, dass die beiden da sind, dass wir ihnen Dank sagen können für einen sehr, sehr engagierten Wahlkampf. Da oben stehen die Blumen schön im Wasser und gehen nicht kaputt. Das war's. Vielen Dank. Hitze.